Hallo, mein Name ist Birgit Ludwig von Bücherbarz in Bonn. Manchmal bekommt man als Buchhändlerin auch tolle Tipps von den Kunden. So ist mir dieses Buch von verschiedenen Seiten ans Herz gelegt worden, das Rote Adressbuch von Sophia Lundberg. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen, denn es vermag den Leser auf wunderbare Weise aus dem Jetzt und Hier herauszuholen. Die Protagonistin Doris hat von ihrem Vater als junges Mädchen ein rotes Adressbuch geschenkt bekommen, das sie auf allen Etappen ihres abenteuerlichen Lebens begleitet hat. Von Stockholm über Paris, New York und England schließlich zurück nach Stockholm. Nun, mit 96 Jahren, hat sie die meisten Namen durchgestrichen und den Vermerk Tod daneben geschrieben. Hinter jedem Namen verbirgt sich eine Geschichte. Bevor sie stirbt, möchte Doris diese für ihre Großnichte Jenny aufschreiben. Und der Leser darf sie auf diese Reise in die Vergangenheit begleiten. Ihre Kindheit endet früh, als ihr Vater stirbt und sie als Hausmädchen für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen muss. Sie zieht mit ihrer Arbeitgeberin von Stockholm nach Paris, wo sie als Modell entdeckt wird. Doch Verlust und Krieg bestimmen ihr Leben, allerdings ebenso wie Freundschaft und die große Liebe, die sie nie vergessen konnte. Sophia Lundberg hat sich von ihrer eigenen Großtante zu diesem Roman inspirieren lassen, und das macht diese Geschichte so authentisch. Sie lässt Doris an einer Stelle im Buch sagen: So viele Namen, die einem im Laufe eines Lebens begegnen. Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht, Jenny? Eine Einladung an den Leser, sich vielleicht über die Lektüre des Buches hinaus Gedanken zu machen über das Leben der eigenen Großmutter oder Großtante und Fragen zu stellen, bevor es zu spät ist.